BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. So, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Borussia Dortmund. Ich begrüße ganz herzlich die Gäste aus Dortmund, die Trainer Jürgen Klopp und Lucien Favre und die Gäste oben in den VIP-Bereichen, die zuschauen können, wie immer. Herr Klopp, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an Borussia Mönchengladbach und Lucien Favre zum verdienten Sieg. Einfach deshalb, weil natürlich der Gegner unsere Fehler, jetzt nicht alle, aber die meisten davon genutzt hat, wir im Gegenzug das nicht getan haben. Der Einstieg ins Spiel ist natürlich der ungünstige, den man sich so vorstellen kann. Also ein frühes Tor tut im Spiel gut, ist natürlich immer nur für eine Mannschaft so. Wir haben das trotzdem, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Wir können den Ausgleich machen zwischen 1-0 und 2-0. Kriegen dann Bub aus einem Konter. Das 2-0, die Halbzeit geht zu Ende, wir stellen um. Auf 3-4-3 wollten die Flügel noch stärker machen, die Strafraumbesetzung verbessern, ja, kommen raus, sind sehr aktiv, können direkt, also eins müssen wir machen und wahrscheinlich das andere, müsste ich nochmal sehen, Querpass Blaschikowski, muss auch jemand reinrutschen natürlich. Das sind zwei Riesenmöglichkeiten, das hätte unserem Spiel dann gut getan, das hätte ein früherer Anschlusstreffer, hätte glaube ich auch nochmal ein bisschen zur Veränderung geführt. So ist das Spiel geblieben, wie es war. Wir haben das Spiel, wir mussten das Spiel machen, sind angelaufen und das gegen eine Mannschaft, die eine extreme Qualität im Konter hat. Super schwierig, dadurch immer mal wieder uns kurz einen versetzt, ohne jetzt eben selber dann noch ein Tor zu machen. Dann nach einer Standardsituation, die so auch nicht entstehen muss, aber eben entstanden ist, kriegen wir das 3-0. Machen 3-1, eine Viertelstunde zu spielen, versuchen es noch. Ist ja auch klar in so einem Spiel, wenn du es 3-2 rein theoretisch machst, dann kann man noch mal ein bisschen sicher was frei machen. So war es dann einfach das Problem, dass wir ja dieses Zweite nicht gemacht haben und dadurch ist es ja beim Ergebnis geblieben. Wer in Gladbach so solche Gegentore bekommt, der kann natürlich nicht gewinnen, ist ja klar. Und dementsprechend sind wir heute der verdiente Verlierer. Dankeschön. Danke, Jürgen Klopp. Lucien, bitte deinen Kommentar. Ja, guten Tag. Wir haben ein frühes Tor gemacht. Das war sehr gut für uns. Das war auch vielleicht eine kleine Belastung, weil du denkst, oh, wir führen 1-0 und wir müssen das Ergebnis bis Schluss halten. Und nachher haben wir sehr gut verteidigt. Dortmund hat das Spiel gemacht nachher. Wir haben ein paar Gelegenheiten bei Konter. Und die 2-0 ist fantastisch. Das ist ein Top-Konter von Patrick Herrmann. Dribbling und Schnelligkeit zusammen. Und der Pass für Rafael am Ende. 2-0 in der Halbzeit. Es war sehr, sehr gut für uns, weil Dortmund war besser spielerisch, finde ich, in der ersten Halbzeit. Sie haben mehr Ballbesitz gehabt, weil sie haben das Spiel gemacht. Die zweite Halbzeit wollten wir so schnell wie möglich ein 3-0 machen. Das haben wir gut gemacht, das haben wir geschafft mit 3-0. Nachher, das war fast gewonnen, aber Dortmund ist immer sehr, sehr gefährlich geblieben. Sie haben ein paar große Möglichkeiten. Und es konnte gefährlich für uns, wenn wir ein Tor oder zwei Tore kriegen. Das kann alles möglich nachher passieren. Man weiß nicht. Aber insgesamt, es war verdient, denke ich. Danke, Lucien. Jetzt bitte Ihre Fragen an die Trainer. Ich bitte um Handzeichen. Wir kommen mit den Mikros zu Ihnen. Und wer fängt an? Christian Hornung für die Bild-Zeitung. Herr Favre, Ihre Mannschaft hat ja nach dem Sevilla aus auch schon gezeigt, dass sie Rückschläge wegstecken kann. Jetzt auch wieder nach dem Bielefeld-Spiel. Hatten Sie ein bisschen Zweifel, dass das doch mehr in den Knochen steckt? Oder waren Sie sich sicher, dass die Mannschaft das so schnell wegstecken kann? Ich habe nicht mehr darüber gesprochen, weil es interessiert uns nicht von einem Spieler, der war vor 3 Tagen. Es ist vorbei und wir haben uns voll konzentriert auf das Spiel von heute. Meisterschaft ist ganz anders und wir wollten heute eine gute Leistung bringen und ja, wenn möglich auch punkten, das ist klar. Und das haben die Spieler sehr gut gemacht. Am Ende, man hat festgestellt, waren wir ein wenig müde auch und das ist ganz normal. Und
Aber insgesamt, wir haben eine gute Leistung gemacht. Nächste Frage bitte. Nochmal Christian Hornung. Herr Klopp, Patrick Herrmann war ja relativ schwer zu verteidigen bei den beiden Toren für Ihre Mannschaft. Er hat ja jüngst seinen Vertrag in Gladbach verlängert. Jetzt können Sie es ja verraten, hat er vielleicht irgendwann mal bei Ihnen eine Rolle in Ihren Überlegungen gespielt, ihn mal nach Dortmund zu holen? Nö. Aber ich glaube, Sie haben es trotzdem geschrieben mehrmals. Ist ein außergewöhnlich guter Spieler. Super geradlinig, geduldig genug für den richtigen Moment. Nicht so wahnsinnig viele Spielanteile gehabt, aber in den entscheidenden Momenten war er voll dabei und dementsprechend klasse Spieler, aber nö. Weitere Fragen? Dort hinten, ziemlich weit hinten durch, neben dem Kamerapodest auf der linken Seite, ja. Der Kollege von der Bild-Zeitung. Der Kollege, Moritz Leiker, mehr Bild-Zeitung. Sie hatten kurz vor Schluss mit Sebastian Kehl noch eine relativ intensive Unterhaltung auf dem Platz. Was war der Auslöser für die offensichtliche Meinungsverschiedenheit? Ganz einfach. Ich habe mehrfach die Spieler darum gebeten, den Ball aus der ballentfernten Mittelfeldposition direkt auf den Flügel zu spielen, damit das schneller geht, damit wir den Flügel wirklich dann zur Grundlinie kommen. Das ist nicht so gut angekommen. Dann war nochmal ein Ball, den wir direkt vorne reingespielt haben, abgegeben haben. Ja, und dann haben wir kurz ein bisschen rumgebrüllt. Das ist ehrlich gesagt im Leben schon 1000 Mal vorgekommen. Kein größeres Problem oder kein Problem, aber was man daran erkennen kann, wir waren noch nicht so weit, das Spiel abzuschenken zu dem Zeitpunkt. War noch im Wettkampfmodus, das alles.